Leute, wir sind zurück bei Pokémon Leuchtende Perle, der Nuzlocke-Challenge mit mir, dem guten Train. Wir haben im letzten Part Team Galactics Hauptquartier gemacht und wir werden uns jetzt auf zum Kraterberg begeben. Das ist, glaube ich, unser nächstes Gebiet, wo wir... Nein, ich will nicht speichern. Das ist unser nächstes Gebiet, wo wir hin müssen, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, von wo? Ich glaube, wir müssen von Elysis dahin. Also ich könnte mich halt auch irren, aber... Oh, ich sollte vielleicht erstmal ins Pokémon Center gehen. Das wäre ganz praktisch. Weil ich habe unsere Pokémon noch nicht geheilt nach dem letzten Part. Der letzte Part war übrigens richtig nice, fand ich. Ja, und ich kann es euch hier ja schon mal ankündigen. Ja, was heißt ankündigen? Wer ist viel zu spät, weil diesen Part seht ihr ja erst in 2 Wochen ungefähr. Das sollte auf meinem Kanal Legends Arceus laufen. Ich habe mich entschieden, das Game doch zu Let's Playen. Ja. Und wird geil werden. Das heißt, wir haben 2 Pokémon-Projekte auf dem Kanal. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber ist halt nun mal so, wie es halt ist. Lol. Scheiße. Vielleicht sollte ich auch mal meine Liste aufmachen. Haben wir im Kraterberg schon Pokémon gefangen? Ich glaube ja, ne? Gebt mir mal einen Moment, damit ich gucken kann. Wo habe ich denn den Kraterberg eingetragen? Ja, wir haben unseren Encounter im Kraterberg schon. Dann kann ich hier mit dem Schutz durchgehen. Easy. So, wo haben wir denn Schutz und so? Oh, wisst ihr was? Sowas geht mir in Spielen immer auf den Sack. Warum muss ich alles durchgehen, um diese bekackten Ausrufezeichen loszuwerden? Sie lenken einen nur ab. Danke. Einmal nach Kategorie sortieren. Da haben wir Superschutz und Topschutz schon mal. Oh, genau das meine ich. Oh, es ist so furchtbar, Alter. Danke. Danke. Moment, die Bären sortieren wir nochmal. Bälle habe ich hoffentlich mehr als genug, weil... So, sehr gut. Jetzt zum Schutz. Los geht's. Ich glaube, wir müssen hier lang, hier oben. Nein. Ja. So, Stärke einmal. So, da waren wir schon. Da bin ich mir relativ sicher. Nee, hier sind wir falsch. Hier kommen wir nicht weiter. Scheiße. Obwohl das eigentlich der richtige Weg sein müsste. Genau, hier müssen wir lang. Ist hier was drunter? Wäre nice. Ich weiß einfach nicht, wie ich von hier aus auf den Gipfel des Kraterbergs kommen soll. Dabei habe ich mich genau an die Anweisung gehalten und bin von ewig genau aufgebrochen. Moment, hätte ich eigentlich von Herzhofen aus aufbrechen müssen, oder? Wir sind ja falsch. Alles klar. Gut zu wissen. Nee, dann wäre ewig genau auch falsch. Wir müssen von Herzhofen hier lang. Ups. Einmal das Fahrrad, bitte. Erstmal nicht. Sonst würden wir die nur so umsonst verschwenden. Nein!
Ja, hier sind wir richtig. Ich setze jetzt nicht für 5 Schritte Schutz ein. So, hier müssen wir lang. Aber Moment mal. Nee. Route 208 können wir noch wann anders komplett machen. Wir wollen jetzt hier weiter. So, einmal Nein! So, Surfer. Ich finde das schade, auch hier wieder mal, dass man nicht seine eigenen Pokémon aussuchen kann, wenn man hier jetzt auf die VM klickt. Dass man nicht selbst Pokémon dafür festsetzen kann, wie jetzt, wenn ich Schneckchen habe, das Schneckchen zum Beispiel dann Surfer einsetzt. Oder bei Staraptor haben sie es ja gemacht, aber was, wenn ich jetzt ein X-Bad habe, was fliegen kann? Warum kann ich das nicht benutzen? Das fand ich ein bisschen schade, aber ja. Kann ich, glaube ich, halt auch nicht ändern. Was soll's. So, hier müssen wir, glaube ich, lang. Kraxler. Okay. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, bitte. Wir wollen hier nur mit Schutz durch, weil alles andere ist useless. Nein, noch nicht. Wir wollen ja auch alle Items mitnehmen. Steinhagel! Woo! Das ist Killer, Alter. Das ist richtig nice. Kacke, was mache ich da? Bin ich bescheuert oder was? So, was haben wir hier? Das beste Item in einer Naslok. Nein! So, Vorsicht. Dann lasst uns doch jetzt dann erstmal hier lang gehen. Quatsch, was mache ich da? Gut, lasst uns erstmal hier lang gehen. Hier waren wir schon. Das brauchen wir nicht. Alles klar. Dann wissen wir jetzt, wo wir lang müssen. So, nehme ich hier lang. Oh, es geht los. Uns Rüpeln wurden zwei wichtige Aufgaben gegeben. Der erfolgreiche Ablauf der Operation am Berggipfel ist die erste. Und Nummer 2 befiehlt, jegliche Störenfriede unschädlich zu machen. Na dann mal los, zeig, was du kannst. Endlich mal ein bisschen Action in diesem Part, Alter. Okay, wir haben Papinella. Papinella suckt, aber wir machen Papinella eh fertig. Abschlag. Das war ein Crit? Der hat ja gar nichts gemacht. Wir bleiben mit Faimon drinne. Ich hätte zwar auch switchen können, aber es hätte genau die gleiche Rundenanzahl gepasst. Also Wayne einfach.
Ich kann das nicht akzeptieren. Und ich will das auch nicht akzeptieren. Mir ist egal, was du akzeptieren willst. Wir gehen hier jetzt durch, Alter. Tschüss. Unsere Zeit ist gekommen. Die Zeit von Team Galactic. Das werde ich zu verhindern wissen. Oder ich und meine Zuschauer werden das zu verhindern wissen. Was mich immer noch wundert, da bin ich ganz ehrlich, wir haben noch nicht ein Pokémon verloren. In der Soul Link werden mir jetzt bestimmt schon einige Pokémon verreckt. Ja, das war klar. Ohne Reflektor ist das dein Ende. Wann komme ich eigentlich ans Ziel? Ja, gar nicht. Scheiße, jetzt war ich abgelenkt. Ich habe einfach weggedrückt. Das gefällt mir sonst gar nicht. Aber egal. Schneckchen. Ist ja eh nur ein Rüpel, also was soll's. So, ich will Schneckchen wieder mal... Okay, wir sind wieder draußen. Das ist interessant. Ein Nugget, das nehme ich immer gerne mit. Das ist Route... Nein, ich drücke immer auf Speichern. Was mache ich da? Nee, das ist immer noch der Kraterberg. Alles klar. Gibt mehrere Eingänge. Top-Trank nehme ich auch gerne mit. Kann man immer verwenden. Hier haben wir Stärke. Gut, jetzt ist die Frage, in welchen Eingang? Entweder wir können hier lang. Gut, hier kommen... Och, scheiße, jetzt habe ich vergessen, den Schutz einzusetzen. Ich habe hier... Gut. Ich sollte nicht einfach alles wegdrücken, wie ein Trottel. Ja, Superschutz bitte einmal, danke. Gut, hier haben wir einen Hyperball. Da kommen wir noch nicht lang, wir haben Kaskade leider noch nicht. So, das heißt dann einmal hier in die Richtung. So, damit Bidifass einmal hoch. Unsere Zeit wird kommen. Eine Zeit, die nur uns gehört. Und deine Uhr drehe ich jetzt zurück. In eine Zeit, in der es keine Pokémon gab. Du willst also meine Pokémon klauen. Sag's doch gleich so, wie es ist. Du wirst vernichtet werden, Bruder. Oh, drei Stück? Ja, ich hoffe, du hast drei richtig gute Pokémon, weil sonst ist das halt dein fucking Ende. Mal gucken. Okay, wir haben Pudox. Antikraft. Das sollte für Pudox reichen. Easy going. Omniboost wäre sehr nice. Leider nicht. Ich habe halt einfach bei meinem Schneckchen Pech mit Omniboost. Schneckchen gönnt mir Omniboost nie. Nie! Ernsthaft? Noch ein Pudox? Dann halt nochmal Antikraft. Okay, Schneckchen hat jetzt auch 52 erreicht. Passt mir. Ein Golbat. Selbst für dich haben wir den Hardcounter mit Eisstrahl oder Antikraft. Tja, wer klaut jetzt wessen Pokémon? Hä? Hä? Sag's mir, Alter.
Du mit Sicherheit nicht. Ah! Ja, verloren, Bruder. Verloren hast du. Spasti, Alter. Team Galactic ist allmächtig. Nur ein Tor würde uns trotzen. Okay, dann sind wir ein Tor. Skunk-Apu, ist okay. Ja. Erdkräfte. Sehr effektiv, du bist tot, Bruder. Tschüss. Schneckchen hat sogar aus Liebe einen Volltreffer für uns gemacht, der überhaupt nicht gemattert hat. Trotzdem, Schneckchen, wir lieben dich alle. So, hier kommt Golbat Eisstrahl. Den Mächtigen nicht entgegenzutreten ist die wahre Torheit, sagst du? Das ist wohl so, ja. Gut, jetzt ist die Frage, wo müssen wir, also müssen wir echt da runter? Hä? Ach so, ja, ich bin dumm. So, hier lang. Ein Sonderbonbon ist immer nice, den können wir sogar gleich mal verteilen. Wir müssten uns aber dafür erstmal die Erfahrungspunkte der Pokémon angucken. Gut, Schneckchen, Faimon. Weil hier seht ihr das nämlich. Bei Simsala lohnt sich das gar nicht mehr, der erreicht bald Level. Wir könnten Pong das geben. Hier lohnt sich das auch nicht mehr und Luxtra. Wie viele Sonderbonbons habe ich eigentlich? 2 Stück an der Zahl. Dann würde ich eins davon gerne Pong geben. Und eins davon Brattan. Auch wenn sich das bei Brattan nicht gelohnt hat jetzt, damit der auch schon mal ein Level hat. So, dann gehen wir mal hoch. Ah, das ist der richtige Weg. Das weiß ich. Da bin ich relativ sicher, dass wir hier lang müssen. Ich hatte recht, ja. Das ist unsere letzte Operation. Niemand wird uns in die Quere kommen. Da kommt Golbat. Es kann übrigens sein, Leute, im nächsten Part könnte es einen kleinen Cut geben, weil ich will mir den Safe State einmal speichern vor Palkia, weil ich Palkia Shiny handen möchte und natürlich möchte ich aber, dass die Nuzlocke ganz normal weitergeht. Wenn, ob wir es fangen oder nicht, es steht auf einem anderen Stern. Eisstrahl wäre hier besser gewesen, glaube ich. Perfekt, Golbat ist down. Und ich sage noch, dass uns niemand in die Quere kommen wird. Da hast du wohl deinen Zug nicht mit mir gemacht, Alter. Jetzt die Frage, wo geht's hier lang? Das könnte auch der richtige Weg sein.
Okay. Ist dir nicht bewusst, dass du mit deinem Erfolg Menschen unglücklich machst? Nur deinetwegen geht es den Mitgliedern von Team Galactic so schlecht. Das interessiert mich ein Scheiß. Das ist ja eure Entscheidung, ob ihr bei Team Galactic sein wollt oder nicht. Du kommst hier ernsthaft mit einem Wumpel an? Mit einem fucking Wumpel, Alter. Omni-Boost. Leider nicht. Ob wir jemals Glück haben werden mit einem Omni-Boost? Wer weiß, wer weiß. Na komm, mir geht die Zeit aus, Team Galactic. Hau mal raus hier, Alter, Eisstrahl. Und damit bin ich wieder voll. Psycho erreicht Level 50. Oh, Gedankengut. Gedankengut ist Killer, Alter. Aber nur um eins, ne? Aber warum sollte ich Psychoschock behalten? Das ist zwar speziell, aber fügt physischen Schaden zu. Psychoschock verlernen wir gegen Gedankengut. Gedankengut ist geiler, wenn wir uns setupen wollen. So, ja, Antikraft. Tschüss. Siehst du, jetzt bin ich furchtbar traurig. Es juckt mich nicht. Du kannst doch so traurig sein. So, wir wechseln mal wieder. Schneckchen müsste wieder ein bisschen höher sein als Faimon. Die Frage ist, ob wir hier jetzt gleich schon langkommen. Ich habe mich völlig verlaufen. Bitte beachte mich einfach nicht. Ich bin nur ein armer Rüpel ohne Pokémon. Okay, da kommen wir nicht lang. Ich fasse es nicht. Du hast mich bis hierher verfolgt. Gut, dann lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen, Mann! So, hier haben wir einen Glibunkel. Ja, gegen den können wir gar nichts machen, ne? Fußtritt. Glibunkel. Ach nee, ja, Tiefschlag. Ja, gut. Wayne. Einfach fucking Wayne. Süß. Er stirbt halt trotzdem mit einem One-Hit, ne? Weil wir wahrscheinlich fast 12 Level höher sind oder so. Ja, wir sind 12 Level höher. Nee, 14 sogar. Oh, schon wieder Finalschlag. Oh, das haben wir im letzten Part schon gehabt, Alter. 1000-mal Finalschlag. Oh, das Glibunkel ist stärker. Und er kriegt den Death Drop, oder? Nee, Inner Drop. Death Drop, Alter. Was zum Teufel? Please, keine Poison. Dankeschön. Da kommt der Tiefschlag. Das Ding hatte mehr Def, also mehr Def EVs als das andere. Oder DVs. Wie bist du nur so stark geworden? Keine Ahnung.
ich war vielleicht schon immer so stark. Wer weiß das schon? Vielleicht bist du... Oder du bist vielleicht einfach schwach. So, von... Da, hier gibt's sonst nichts. Gut. Dann können wir hier wieder raus. Ich habe doch oben gesagt, dass das der richtige Weg war. Nein, ich wollte nicht auf Lockern einsetzen. Oh, Kraxler, los. Ich bin so dumm, ne? Es ist so geil, Alter. Genau, lauf im Kreis, Train. Läuft richtig gut bei dir. So, wir müssen nämlich hier gleich in die Höhle rein. Ja, bitte. So, hier haben wir schon mal einen Riesenpilz. Wir müssten gleich am Ende sein. Das hat sich richtig nicht gelohnt, ne? Ja, wir sind gleich da. Ja, wir kommen. Willkommen zum Ende der Story. Es geht los. Unser Boss wird am Gipfel etwas Großes tun. Und ich muss mich hier um einen kleinen Eindringling, mit einem kleinen Eindringling herumschlagen. Du machst die ganze Stimmung kaputt. Kannst du wenigstens schnell verlieren? Tja, ich werde dich schnell zum Verlieren bringen. Das meinst du wohl. Abschlag. Und ein Charmian. Ja, kannst du machen. Bringt dir nur leider gar nichts, wenn wir Fußtritt können. So, easy wegrasiert. Nice. Du sollst mich eigentlich nicht besiegen. Das war nicht geplant. So ist das Leben. Team Galactic wird die Kontrolle über alles übernehmen. Mach, was du willst, aber alleine kannst du uns nicht aufhalten. Kann ich nicht? Interessant, das werden wir herausfinden. Haben wir wieder einen Bronze? Oh yeah, Abschlag, Rudi, du bist tot. Tschüss. So, gegen dich können wir gar nichts. Ich mache trotzdem einfach einen Abschlag. Da kommt der Biss. Der ist nicht sehr effektiv. Warum du auch immer keine Flugattacke einsetzt, Wayne. Abschlag, tot. Umgekehrt konnte ich dich aber auch nicht aufhalten. Wer hätte das nur gedacht? So, ich glaube, zwei Kämpfe kommen noch und die machen wir auch. Du kannst stolz darauf sein, diesen Ort erreicht zu haben. Und mit diesem fröhlichen Gedanken schicke ich dich nun auf den Heimweg. Drei Pokémon, ernsthaft? Und jetzt sind es auch noch drei... Ja, gut. Schneckchen, go. Tja,
da kam der Warnruf. Wir sind ausgewichen. Gefällt mir. Eisstrahl. Der Crit hat eh nicht gemeldet, also was soll's. Oh komm, Alter. Stirb doch einfach. Bronze kann Schwebe. Wir brauchen gar nicht auf die Erdkräfte hoffen. Siedewasser. Oh yeah, mein Schneckchen hat Level 53 erreicht. Geil. Memento Mori? Oh ja, lass mal stecken. Ja, bin ich. Ich hab kein... In der Nassock und selber zu töten ist schon halt echt richtig, richtig hart dämlich. Okay. Du, wie kannst du es wagen? So dankst du mir also für meine Großzügigkeit? Ja. Genau so. Okay, wir sind da, Leute. Dann war es nur ein Kampf. Ich werde den Part an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir das große Story-Finale machen. Und ja, seid gespannt. Wir haben den Kraterberg erklommen. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.